Cap for Free Tech Talk. Ein Podcast-Angebot der Plattform Cap for Free. Herzlich willkommen zum neuen Cap for Free Tech Talk. Heute solo aus dem Studio Wittstock. Am Mikrofon ist Steffen Schulz. Wenn man den Begriff Raspberry Pi hört, dann denkt man vielleicht zunächst an Himbeerkuchen. Allerdings steckt dahinter ein richtig schöner kleiner Computer, der 2012 das erste Mal auf den Markt kam in der ersten Version und das Revival des Heimcomputers zu Experimentierzwecken einläuten sollte. Der Preis war absichtlich niedrig angelegt, so um die $35 kostete das Ding, und es war ein Erfolgsmodell. Heute gibt es die dritte Generation und über 10 Millionen Stück wurden bis September 2016 verkauft. Ein echtes Erfolgsmodell also, von solchen Verkaufszahlen kann wohl so manches Smartphone nur träumen. Und auch für blinde Nutzer ist dieser Raspberry Pi durchaus zugänglich. Es gibt Linux-Systeme, bei denen man Sprachausgabe und Braillezeilendarstellung nachinstallieren kann. Wie sowas funktioniert, das erkläre ich euch in den folgenden Podcasts. Aber bevor das losgeht, müssen wir den Raspberry Pi, wie es sich für einen Bastelcomputer gehört, erstmal zusammenbauen. Der Raspberry Pi, das ist zunächst mal ein ganzes Sammelsurium an Kartons, Tütchen und Umschlägen, die hier auf meinem Tisch liegen. Zunächst mal hat man natürlich den Raspberry Pi selbst. Das ist nichts weiter als eine kleine Platine. Da sind alle Komponenten drauf, die man benötigt. Das ganze Ding kommt in einer kleinen, unscheinbaren Pappschachtel. Wenn man die öffnet, hat man neben dem Raspberry Pi, der sich dann nochmal in einer kleinen Tüte befindet, gibt es noch eine Schnellstartanleitung und mehr nicht. Die Schnellstartanleitung, die brauchen wir jetzt natürlich erst einmal nicht. Die ist dann natürlich für die Leute, die noch was lesen können, gedacht und sich vielleicht mit der Materie noch nicht so auskennen. Was da drin steht, weiß ich gar nicht. Ich habe das Ding noch nie mir mal eingescannt und um zu hören, was da passiert. Spannender ist jetzt natürlich der Inhalt dieser Tüte. Dort hat man dann die Platine. Die ist ja im Prinzip nicht viel größer als eine Checkkarte, wie man das so kennt. Passt also bequem in eine Handfläche. Und auf dieser Platine sind eben alle Anschlüsse, die man braucht. Man hat die dicke Seite der Platine, man hat also so ein dickes Ende, wo das sieht aus wie so Bauklötzer, die auf dieser Platine angebracht sind. Und das Ende mit den dicksten Bauklötzern, da sind zunächst mal Netzwerk und viermal USB, also zwei USB-Bauklötze mit jeweils zwei Anschlüssen und ganz außen dann der Netzwerkanschluss, das ist der größter Anschluss, also das kann man eigentlich gar nicht verfehlen, wenn man den sucht. Dann hat man an der Seite die Anschlüsse zunächst, wenn man sich vom Netzwerkanschluss aus weiter orientiert, die Anschlüsse für Kopfhörer, für HDMI und für den USB-Eingang zur Stromversorgung. Auf der anderen Seite ist kein weiterer Anschluss. Auf der Platine selber hat man da noch den sogenannten GPIO-Port, also General Purpose Input Output. Das sind Zugangsschnittstellen für die sogenannten Raspberry Pi Heads. Also das sind Schnittstellenkarten, wo man dann noch eine Kamera anschließen kann beispielsweise oder entsprechende Interfaces zu anderen ähnlichen Platinen. Ich glaube, zu Arduino gibt es da auch einiges. Und. Also es gibt unheimlich viele Möglichkeiten, was man mit diesem Ding machen kann. Und am Ende hat man dann noch die, an der gegenüberliegenden Seite zur Netzwerkschnittstelle und zu den USB-Schnittstellen hat man dann noch ganz unscheinbar, fühlt man fast kaum, den Micro-SDHC-Slot. Der ist unten an der Platine angebracht, aber dazu komme ich dann gleich noch. Weiter geht es. Man braucht natürlich für diesen Raspberry Pi ein Gehäuse.
Und das, was jetzt hier klappert, das ist nicht etwa ein kaputtes Gehäuse, sondern das ist in der Tüte so drin. Da ist noch ein kleines Zubehörteilchen zu dem Gehäuse. Das Gehäuse an sich ist, ja, da gibt es ebenfalls verschiedene Ausführungen. Es gibt einfache Gehäuse, die nichts weiter sind als zwei Plastikschalen. In die untere Plastikschale wird der Raspberry Pi reingelegt. Die Aussparungen für Netzwerk, USB und so weiter sind da bereits vorhanden. Also man muss nicht etwa noch selber bohren und rausfräsen. Man legt einfach diese Platine in die untere Schale, klappt die obere Schale drauf und schon ist das ganze Ding versiegelt. Also man muss nicht mal was schrauben oder so. Dann gibt es noch Möglichkeiten, das Ding zu kühlen, wenn man jetzt das Ding als Multimedia-PC einsetzt, also wenn man HD-Videos gucken möchte und was auch immer, dann braucht man natürlich eine etwas bessere Kühlung für diesen Raspberry Pi. Das Gehäuse hier hat zwar Kühlschlitze oder Kühllöcher im unteren Bereich, aber die sind für einige Anwendungen natürlich nicht gut genug. Da muss man dann mit Ventilation arbeiten oder ja, was einem so einfällt. Das Gehäuse drückt man einfach auseinander, möglichst ein bisschen vorsichtig, damit es nicht irgendwo einen Zacken abbricht, wie mir das, glaube ich, gerade passiert ist. Nee, alles gut. So, jetzt haben wir hier noch ein kleines Teil, was aus diesem Gehäuse rausfällt. Das ist nichts weiter als ein Verschluss für den Micro-SDHC-Slot, also wo die Speicherkarte dann reinkommt, und diesen Eingang kann man noch ein bisschen abdecken, damit dann da kein Staub mehr reinkommt. Und das also zu diesem Gehäuse. Wie gesagt, man muss einfach nur die Platine in die untere Gehäuseschale reinlegen. Und es ist relativ einfach, die Aussparungen zu finden. Man kann sie sogar verschrauben, wenn ich das richtig sehe, aber man braucht es im Prinzip nicht. Genau, so. Man legt das ganz normal rein und drückt dann vorsichtig die obere Schale des Gehäuses auf diese Platine drauf. Das ist ein bisschen fummelig teilweise. Genau, und schon sitzt sie. Vorsichtig reindrücken. Und schon haben wir ein kleines Computerchen in der Hand. Jetzt kann man auch schön fühlen, wo die Anschlüsse hingehören. Das Netzwerkkabel, die vier USB-Ports, den Klinkeneingang und den HDMI-Eingang. Den HDMI-Eingang braucht man im Prinzip nur dann, wenn man das wirklich an einem Monitor betreibt und als Multimedia-PC nutzt. Und ansonsten kann man den aus der Ferne steuern. Dazu aber da gleich mehr. Und natürlich den Micro-USB-Eingang und die etwas rundlich wirkende, also das ist so ein, ja, wie beschreibt man das am besten? Es ist im Prinzip ein runder Einlass mit jeweils links und rechts zwei Schlitzen. Und dann gibt es am hinteren Gehäuseteil noch zwei, vier kleine Löcher, die sind für die LEDs des Raspberry Pi. Der hat auch noch ein paar Bereitschaftslampen, die signalisieren, ob er ja, Strom hat oder ob er gerade arbeitet, ob da irgendwas auf der Speicherkarte geschrieben wird. Da hat man in der Tüte für dieses Tecotec-Gehäuse noch eine kleine Tüte. Die mache ich jetzt allerdings nicht auf, weil ich diese Kappen nicht brauche. Da in der kleinen Tüte sind noch zwei Kappen für diese LEDs. Da kann man die sich entsprechend noch einfärben. Eine rote und eine grüne, soweit ich jetzt informiert bin. Die steckt man einfach in diese Löcher rein. Das Ding hier hat vier, weil dieses Gehäuse ist für mehrere Raspberry Pi Typen gedacht, nämlich für den Raspberry Pi in der Version 2 und in der Version 3. Das hier, was ich habe, ist eine Version 3, das ist also die neueste. Die hat dann sogar WLAN und Bluetooth. So, last but not least, noch ein etwas größerer Karton. Und dort drin
befindet sich das Netzteil. Das ist ein USB-Netzteil. Mit einer kleinen Überraschung, der hat einen falschen Stecker dran. Aber das macht nichts. Also das ist ein USB-Netzteil, man muss es nicht mitkaufen, man kann das Ding auch an einem ganz normalen USB-Netzteil betreiben, wenn man schon eins da hat. Wichtig dabei zu wissen, das USB-Netzteil muss genug Strom haben, mindestens 5 Volt und 2 Ampere, für den Raspberry Pi 3 sogar 2,5 Ampere, weil der ein bisschen mehr Strom braucht, wenn man Peripheriegeräte betreibt, also Festplatten und so weiter. Da gibt es dann auch ein offizielles Netzteil. Bei einigen Händlern bekommt man das im Starter-Kit oder kann es sich so dazu bestellen. Das Netzteil, das ich hier habe, hat dann eben an einem Ende so einen Micro-USB-Stecker. Das kommt in den Raspberry Pi und am anderen Ende ist es eben ein ganz normales Schaltnetzteil mit Euro-Stecker. Das ist allerdings hier nicht der Fall. Hier ist ein, ich glaube, das ist ein US-amerikanischer Stecker. Da muss man den Adapter einfach mal vorsichtig abdrücken. Da ist so ein Clip, den drückt man nach unten und dann kann man den Adapter abziehen. Und in einem kleinen zweiten Tütchen ist dann der entsprechende korrekte Adapter für Europa. Den tun wir mal zurück. Und zurück in den Karton und den klippen wir dann einfach drauf. Und schon haben wir einen fertigen Adapter. Das andere Ende kommt dann einfach in den Raspberry Pi. Auch das wieder etwas fummelig. Ah, ich hasse Micro-USB-Anschlüsse. Aber es scheint zu gehen. Ja, hier ist man besser beraten, wenn man die Platine verschrauben könnte. Weil der ist nämlich ein bisschen blöd zu befestigen. Ja, man merkt, das Ding wackelt in der Platine. Ja, und so haben wir das Ding mit Strom versorgt. Fehlt nur noch die Micro-SD-Karte. Die habe ich hier. Das ist jetzt eine Kingston-Karte. 16 GB reicht für die Kiste völlig aus. Man muss ja nicht Unmengen an Speicherplatz da auf dieser Büchse haben. Das kann man dann mit externen Festplatten oder USB-Sticks viel besser erledigen. Ja, hier haben wir die Karte mit einem normalen SD-Adapter. Das ist natürlich praktisch. Und die wird hinten in den Einlass für die Micro-SD-Karte vorsichtig eingeschoben. Auch das wieder ein klein bisschen fummelig. Die Karte schiebt man so ein, dass der überstehende, also dieser Überhang, den man außen hat, der muss nach unten zeigen. Also auf der einen Seite von der Micro-SD-Karte hat man so einen kleinen Pin. Der Pin zeigt in diesem Fall, wenn wir die Hinterseite des Raspberry Pi vor uns haben, zeigt der Pin nach links. Und der Überhang von der Karte zeigt nach unten zum Gehäuseboden hin. Das muss man beachten. Und schon kann man diese ganze Sache versuchen einzufädeln. Beim Raspberry 2 hatte man einen Widerstand, wenn man die Karte reingeschoben hat. Das war ein bisschen besser. War natürlich eine kleine Fehlerquelle. Das konnte schnell mal verschleißen, wenn man da oft die Karte gewechselt hat. Da war so eine Federung drin. Wenn das geklackt hat, dann war die Karte drin. Hier hat man das nicht beim Raspberry Pi 3. Hier hat man einfach nur einen Einschub. Und dann ist die Karte drin. Also man muss sie bis zum Anschlag möglichst reinschieben. Und dann sitzt die Karte in dem Gehäuse. Der Einschub ist unter der Platine, unter der Leiterplatte. Und dann
funktioniert das eigentlich? Und dann hat man noch, um die ganze Sache ein bisschen zu verschließen, damit die Karte nicht versehentlich rausrutschen kann oder irgendwelche anderen Sachen mit der Karte passieren. Die Karte ist bei dem Raspberry Pi so ziemlich die größte Fehlerquelle aus meinen Erfahrungen. Und da hat man deswegen noch eine Kappe, die man auf diesen Karteneinschub setzen kann, um das Ganze zu verschließen. Und schon hängt sie drin. So, damit haben wir unseren Raspberry Pi fertig gebaut. Das Ganze funktioniert also im Prinzip im Steckverfahren. Keine Schrauberei, keine Löterei, keine Kleberei. Es gibt natürlich noch andere Gehäuse, wie gesagt, mit Lüftung, mit entsprechenden Einlassmöglichkeiten für andere Platinen und so weiter. Aber das hier ist ein recht einfaches Gehäuse von Tecotec. Die kriegt man für 5-6 Euro und dann ist das Ganze fertig. Aber bevor wir den ganzen Raspberry Pi in Betrieb nehmen können, dann müssen wir ja noch das Betriebssystem aufspielen. Und das geht so. Zurück am Computer. Damit der Raspberry Pi überhaupt funktioniert, braucht er natürlich ein Betriebssystem. Und derer gibt es so einige mittlerweile für den Raspberry Pi. Das fängt bei Linux-basierten Systemen an und hört bei einem Windows 10 für den Raspberry Pi noch lange nicht auf. Das Windows 10 ist allerdings nicht mit dem zu vergleichen, was wir vom Computer her kennen. Das ist speziell für diese Einplatinenrechner ausgelegt und spricht dann auch eher auf Entwickler an und weniger auf Endkunden, die jetzt einen Multimedia-PC sich bauen möchten. Da wiederum macht sich Linux ein bisschen besser. Da gibt es nämlich spezielle Distributionen, die es darauf abzielen, dass man diesen Raspberry Pi als Multimedia-Rechner hinten an den Fernseher klemmen kann. Da kann man dann Fernsehen drüber gucken oder Videos angucken, YouTube, was auch immer. Also im Prinzip sich ein Smart TV daraus basteln. Das will ich aber erstmal nicht. Ich möchte versuchen, aus diesem Raspberry Pi einen richtigen Desktop-Rechner zu machen. Der Raspberry Pi 3 hat dafür auch einigermaßen Leistung. Ist natürlich jetzt nicht mit einem Intel Core i5 oder i7 gerade zu vergleichen. Man kann jetzt nicht einen Firefox aufmachen und 30 Tabs oder einen Thunderbird dazu noch laufen lassen. Also man muss schon ein bisschen gucken, was man mit diesem Gerät anfängt. Aber wenn alles klappt, sollte man so einfache Sachen wie E-Mails abrufen oder eben mal eine Internetseite aufmachen, das sollte schon funktionieren. Und das wollen wir probieren. Wir nutzen dazu Raspbian. Das ist ein auf Debian basiertes Linux-System, das speziell für den Raspberry Pi angepasst wurde. Und Raspbian gibt es in zwei Varianten. Es gibt einmal die Lite-Version und es gibt die Full-Version. Die Full-Version, die hat eine richtig große Desktop-Umgebung dabei. Die ist allerdings nicht so gut mit Sprachausgabe zu nutzen. Deswegen laden wir uns jetzt mal die Lite-Version runter. Die kann man nämlich so konfigurieren von vornherein, wie man sie möchte und braucht dann nicht irgendwelche unnützen Pakete erst noch runterschmeißen, die damit zu installiert wurden. Ich mache einfach mal die Raspbian-Webseite auf. Internet Explorer. HTTP, beziehungsweise das ist die Raspberry Pi Webseite, www.raspberrypi.org. Ich schreibe euch noch in die Shownotes, wie man das schreibt, denn Google. Ich möchte hier nicht unbedingt Raspberry Pi Teach, Learn and Make with Raspberry Pi Dokument. Ich möchte nicht unbedingt hier die ganzen Sachen noch diktieren müssen. Buchstabieren. Die ganze Webseite werden wir jetzt nicht erkunden, aber zumindest einfach mal dorthin steuern, wo wir möchten. Hier haben wir ein Menü. Besucht Link um. Block Link. Downloads besucht Link. Wir gehen auf Downloads. Raspberry Pi Downloads Software for the Raspberry Pi Dokument. Sprung. Wir springen mit der Überschrift zum Bereich. Liste Ende Downloads Überschrift Ebene 1. Liste mit zwei Einträgen, Noobs, Überschrift, Ebene 3, Link. Noobs, das ist ein System, was im Prinzip mehrere Betriebssysteme auf einmal anbietet. Das schreibt man dann eben auf die Karte, auf die SD-Karte und kann dann beim Booten des Raspberry Pi zwischen verschiedenen Betriebssystemen wählen. Das ist für uns jetzt nicht relevant, weil dieses System einen Monitor braucht, also ist nicht per SSH steuerbar.
Und wir können es auch nicht mit Sprachausgabe nutzen. Raspbian, Überschrift Ebene 3 besucht Link. Das ist Raspbian. Das ist das, was wir haben wollen. Ich gehe mal kurz noch die anderen Sachen durch. Liste endet Third Party Operating System Images Überschrift Ebene 2. Third Party Operation Images, Operation System Images. Hier sind einige andere noch aufgeführt, unter anderem Liste mit 8 Einträgen Ubuntu Mate Überschrift Ebene 3 besucht Link. Ubuntu Mate, das wäre noch eine Option, die man sich installieren könnte, wenn man ein fertiges System braucht. Da kann man dann eventuell auch die Technologien nachinstallieren wie Orca und wie SpeakUp. Machen wir aber heute nicht. Snappy Ubuntu Core Überschrift Ebene 3 Link. Snappy Ubuntu, was das ist, weiß ich jetzt auch nicht genau. Ist jedenfalls eine andere Variante von Ubuntu. Windows 10 IoT Core Überschrift Ebene 3 besucht Link. Hier ist schon das eben erwähnte Windows 10 IoT Core. Das ist eben dieses Windows, was speziell auf diese Einplatinenrechner angepasst wurde. OSMC Überschrift Ebene 3 Link. OSMC ist eine Multimedia-Distribution, die kann man dazu nutzen, um, wie gesagt, Fernseher zum Smart TV zu machen. LibreELEC Überschrift Ebene 3 Link. LibreELEC, das hat wahrscheinlich irgendwas mit dem OpenELEC-Projekt zu tun. Da geht es auch ums Fernsehgucken und um einige andere Dinge noch. PiNet Überschrift Ebene 3 Link. PiNet, weiß ich jetzt nicht, was das ist. RISC aus Überschrift Ebene 3 Link. RISC-OS, das ist nochmal eine ganz andere Variante, die per Kommandozeile gesteuert wird. Wetterstation Überschrift Ebene 3 Link. Ja, und eine Wetterstation kann man auch. Liste Ende Sprungmarke Inhaltsübersicht Liste mit 4. Da waren wir schon durch. Das also sind die Sachen, die man momentan am Raspberry Pi nutzen kann. Wir gehen zurück auf Windows Snappy Ubuntu Liste Note Raspbian Raspbian, gehen da mal drauf. Download Raspbian for Raspberry Pi Dokument. Liste Ende Raspbian Überschrift Ebene 1. Liste mit 2 Einträgen Raspbian Jessie Überschrift Ebene 3. Wir suchen Raspbian Jessie, das ist die aktuellste Version. Das ist basierend auf Debian 8. Full Desktop Image basiert on Debian Jessie. Version Mai 2016. Mai 2016, ja, das Release. Schon ein paar Monate älter, also wir müssen dann Updates machen. That Release Date. 2016.057 Kernel-Version 4.4 Release Nutz Link Link Download Torrent Besucht Link Download Zip Leer SHA-1 64 So, hier müssten wir Download Zip machen, machen wir aber nicht, denn das ist die vollständige Variante. Grafik Raspbian Jessie Lite Raspbian Jessie Lite Überschrift Ebene 3 Raspbian Jessie Lite. Das ist das, was wir brauchen. Minima-Version, Mai 2016, Release die Kernel-Version, Release nur, Link Download Torrent. Download Torrent, das machen wir jetzt erstmal nicht. Link Download Zip. Download Zip, das ist am einfachsten. Benachrichtigung, Text der Benachrichtigungsleiste. Möchten Sie 2016-0527 Raspbian Jessie Lite.zip? 292 MB von vx2downloads.raspberry.org öffnen oder speichern? Die sind nur Trennschaltfläche. 200 MB groß, dauert aber trotzdem einen kleinen Augenblick, bis das runtergeladen ist. Und dann können wir dazu übergehen, die ganze Sache auf die MicroSD-Karte zu schreiben. Pling hat's gemacht und damit ist der Download fertig. 200 MB wurden auf die Festplatte geschaufelt. Downloads anzeigen, Internet Explorer Dialogfeld, Downloads anzeigen und R 2016-0527 Raspbian Jessie Lite.zip 2000 Der Smart Screen Optionen Liste löschen schließen Downloads durch 2000 Datei Download Datei löschen die zur Download übergeordnete Sicherheitsdatei löschen die Down vorig Und jetzt haben wir hier unsere 2016057 unsere Raspbian Datei Raspbian Jessie Lite.zip. Die entpacken wir jetzt einfach mal in den Ordner Raspbian Jessie Lite. Kon öffnen Öffne Datei entpacken. Entpacken nach 2016-0527 Raspbian Jessie Lite e. Entpacken Dialog. Explorer hochgestellte 2. Ja, das dauert einen kleinen Moment. 2016-0. Und dann haben wir im Ordner ausgewählt.
eine IMG-Datei, die heißt 2016-07-05-27 Raspbian Jessie Lite.img. Das ist ein Betriebssystem-Image. Das kann man dann auf die MicroSD-Karte schreiben, was wir jetzt machen. Liste. Steffengröße. Bibliothek. Die Bilder nicht. Default. Dollar. Software. 7. Raspberry Größe. 2. WinFlashTool.exe Erweiterung. Da haben wir ein WinFlash-Tool dafür. Das stelle ich euch auch noch in die Shownotes rein, wo ihr das runterladen könnt. Das ist im Prinzip nichts weiter als ein kleines Programm, was diese IMG-Dateien auf die MicroSD-Karte bringt. Aber bevor ich das machen kann, brauche ich natürlich noch die MicroSD-Karte. Die steckt schon in einem Kartenleser, den ich nun in den USB-Port penetriere. Und schon. Neue Benachrichtigung von automatischer Wiedergabe. Boot F. Bei diesem Laufwerk liegt ein Problem vor. Überprüfen Sie das Laufwerk jetzt und beheben Sie die Probleme. Fenster. Ja, das. Winflash. Machen wir dann, wenn es mal irgendwie Lust dazu ist. Ist jetzt erstmal egal. Konz öffnen als Administrator ausführen A. Das WinFlash-Tool werden wir mal lieber als Administrator ausführen. So. Punkt. Filename. Eingabefeld. D. Software Raspberry Musikbox 0.6.img markiert. Das merkt sich die letzten Dateinamen. Das habe ich jetzt natürlich nicht mehr vorrätig. Ich brauche das andere Image. Punkt. Schalter. Hier auf den Punkt, Punkt, Punkt Schaltfläche. Gedrückt. Also durchsuchen. L2. Ausgewählt. WinFlash-Tool. Source Image-Gruppen. Punkt. Schalt. Filename. D. Software Raspberry 2015-02. Punkt. Ach, das war natürlich das völlig falsche Image. Dropbox. Steffen. Elim. Desktop. Downloads. Element Ansicht. Ausgewählt. Element. Ausgewählt. WinFlash-Tool. So. Filename. Eingabefeld. D. Steffen Downloads 2016-05-27 Raspbian Jessie Lite 2016-05-27 Raspbian Jessie Lite.img markiert. Das hat er richtig gemacht. Punkt. Schalter. Target Device Gruppen. Liste. Mass Storage Device USB Device. Hot Plug. Yes. Removable Media. Yes. Size. 14G nicht ausgewählt. 1 von 1. Ausgewählt. So, das ist die MicroSD-Karte im Kartenleser. Hide Devices with Fixed Media, E.G, HDDs, End Devices with No Media Inserted, Kontrollfeld aktiviert. Das sollte man auch tunlichst aktiviert lassen, das Kontrollfeld, sonst kann es einem passieren, dass man versehentlich eine Festplatte überschreibt. Das ist hier allerdings nicht der Fall, also hier werden wirklich nur die SD-Karten, die kompatiblen USB-Adapter angezeigt. Reitschalter, Source Image Target. Ja, und jetzt haben wir im Prinzip Reitschalter. Nur noch eine Reitschaltfläche. Die betätigen wir. Gedrückt. WinFlash-Tool. Detected Partitionsgruppen. Warning. If you continue, all data on the selected device. Ja, wir müssen uns jetzt nicht unbedingt deutsch gesprochenes Englisch anhören. Jetzt fragt er mich, ob ich die Partitionen überschreiben möchte. Ich habe hier eine Liste mit bestehenden Partitionen. 1. Offset. 4096 KB. Size. 63 MB. Type. FAT32. Mount Point. SF. Das ist die Boot-Partition. Das ist eine FAT32. 2. Offset. 67 MB. Size. 14 GB. Type. Linux 2 von 2. Das ist das Linux-System. Da war schon mal vorher ein Raspberry Pi-Image drauf. 1. Erase and Override-Schalter. Ich gehe auf Erase and Override. Gedrückt. WinFlash-Tool. Und jetzt wird das ganze Ding auf die SD-Karte geschrieben. Auch das dauert wieder einen Moment. Bis gleich. WinFlash-Tool-Dialogfeld to Image has been written successfully. Okay, Schalter. Und das war's. Die Datei wurde erfolgreich geschrieben. WinFlash-Tool. Ich mach das WinFlash-Tool einfach zu. Desktop-Liste. Explorer 2 Pro. Microsoft Windows-Dialogfeld. Sie müssen den Datenträger in Laufwerk F formatieren, bevor Sie ihn verwenden können. Möchten Sie ihn formatieren? Nein, das möchten wir nicht, denn die Meldung rührt daher, dass während des Schreibvorgangs der Datenträger nicht gelesen werden konnte. Abbrechen Schalter. Explorer auf Abbrechen. Desktop Liste. Explorer Hochgeschliste. 2016 Lit Bibliotheken nicht Dropbox. Dieser PC Volume Boot F Typ USB Laufwerk. Gesamtgröße 62,9 MB. Und jetzt haben wir im Laufwerk F die Boot Partition. Da brauchen wir jetzt erstmal nichts mehr dran machen. Bibliotheken nicht Lit. Explorer zu. Desktop
InScope Hardware sicher Kontextmenü Menü. Und Hardware sicher entfernen, das machen wir mal. Boot, Mars Storage Device auswerfen M. Akkustand. Neue Benachrichtigung von Windows Explorer. Hardware kann jetzt entfernt werden. Punkt. Desktop. Und jetzt können wir im Prinzip den Raspberry Pi in Betrieb nehmen. Jetzt ist noch die spannende Frage, ob er von der Karte bootet, weil das ist auch so eine Sache. Es gibt eine Kompatibilitätsliste im Internet, die ist mal mehr, mal weniger aktuell. Ist natürlich auch immer die Frage, ob sich die Daten, die da drin stehen, verändern. Denn eine Karte, die mit dem Raspberry Pi vor 2 Jahren nicht kompatibel war, die kann jetzt kompatibel sein. Früher gab es ein Problem mit Class 10 Karten, das ist mittlerweile behoben, dank Firmware-Updates. Also die SD-Karte ist so ein bisschen die Achillesferse des Raspberry Pi. Wenn da irgendwas nicht stimmt, dann ist die ganze Sache für die Katz. Aber wir werden unser Glück probieren und das Ganze einfach mal anschließen. Und das hätten wir somit getan. Der Raspberry Pi hat Strom, steckt am Netzwerkkabel und auch die SD-Karte ist eingelegt. Und jetzt, wenn alles geklappt hat, sollte das Ding booten. Noch ein kurzes Wort zur Stromversorgung des Raspberry Pi. Er hat keinen Ein- und Ausschalter, also man steckt einfach das Netzteil rein in die Steckdose und schon läuft die Kiste. Es funktioniert also ähnlich wie ein Router. Den muss man ja auch nirgendwo erst noch umständlich einschalten. Der Raspberry Pi wird einfach an den Strom gehangen und schon bootet er. Also wenn man das Ding hoch und runter fahren will, dann funktioniert das nur betriebssystemintern. Nun, wie finden wir das Ding im Netzwerk? Wir brauchen natürlich die IP-Adresse für den Raspberry Pi. Ich gehe mit meinem Firefox, weil der Internet Explorer macht sich dafür nicht so brauchbar. Google Dokument beschäftigt. Fritzbox Dokument. Meine Router-Oberfläche. Nicht verfügbar. Fritzbox 7490 Dokument. Sprungmarke Navigation an Klickfeld Schalter Ansicht. Suche mir die Netzwerkverbindungen heraus. Besucht Link DS verbunden. Besucht Link LAN verbunden. LAN 1. Besucht Link LAN. So, jetzt habe ich nur LAN 1 zu stehen, aber das kommt wahrscheinlich daher, weil ich hier nicht den Raspberry Pi direkt am Router habe, sondern einen Netzwerkswitch dafür verwende. Alle Geräte Netzwerkverbindungen Netz. V Fritz Fernzugang her. So, jetzt habe ich Tabelle alle Geräte. Name Verbindung diese Fritzbox. Die Tabelle zeigt diese Fritzbox. Fritz.box aktive Verbindungen. Aktive Verbindungen. Android 4 bar 410 den 056 E. Das ist mein Telefon. 192. 192, 168, 178.29. Das ist in diesem Fall der Raspberry Pi. Und es gibt noch einen Steffen-Rechner, das ist jetzt meiner. Der hat dann die 21 hinten. Ich brauche aber die 29. Also das Ding hat schon mal Netzwerkverbindung. Schalter Ende. 1.1.8.2.9 ausgewählt. In die Zwischenablage kopiert. Ich kopiere es mir einfach mal. Ich bin ein fauler Mensch. Vorrekord Desktop Liste. Mozilla Firefox 7 von 29. So, jetzt wird's spannend. Wir connecten uns zum Raspberry Pi. Das brauchen wir eine Terminal-Anwendung und für Windows-Nutzer bietet sich dafür PuTTY an. PuTTY klingt lustig, ist allerdings ein Kommandozeilentool zur Fernsteuerung von SSH und Telnet und seriellen Zugängen. Das kann man für Linux-Server einsetzen. Vor allen Dingen SSH wird ja oft zur Steuerung von Linux-Servern genommen und so machen wir das auch mit dem Raspberry Pi. Cortana PuTTY Konfiguration Dialogfeld Konnektion Type Hostname Ort IP Adresse Eingabefeld Alt. Der Raspberry Pi hat eigentlich auch ein Hostname. Ich denke mal, ich könnte den auch nutzen. Mache ich aber erstmal über die IP Adresse. Port Eingabefeld Alt plus P. Port 22. Das ist normal. Und wenn ich jetzt Enter drücke, sollte eigentlich. 1 PuTTY Security Alert Dialogfeld des Servers Host Key is not current in the registry. Er spricht an. So, jetzt warnt mich PuTTY natürlich über den Host Key, der noch nicht in der Registry vorhanden ist. Ist mir erstmal egal. Ich sage ja. 1.9. Er soll es bitte speichern. So, jetzt kriegen wir ein Login-Fenster. Oben leer. Login as. Login as. Und ich sage, er soll sich einloggen als Pi. P-I. Papa India. P at 192 168 178
29 Passwort. Passwort ist Raspberry. Raspberry. Enter. The programs included Vita Debian GNU/Linux System Are Free Software. The exact distribution terms for each program are described in the individual files in Schrägstrich. Auf dem Raspberry Pi connected. Da haben wir also eine Linux-Eingabeaufforderung. Wer überhaupt nichts damit anfangen kann, der sollte jetzt wahrscheinlich spätestens den Podcast ausschalten. Aber wer damit was anfangen kann, der kann jetzt natürlich weiterhören oder wird sich es wahrscheinlich schon selber erarbeitet haben. Und wer es wissen möchte, was dahinter steckt, der hört sowieso weiter. Denn jetzt wird's freakig. Der Raspberry Pi ist ein zunächst konsolenbasiertes, ja, man muss ihn erstmal über den Fernzugang steuern, weil wir haben ja die Raspbian Lite Version genommen. Und das erste, was wir tun sollten, ist das Konfigurationstool aufzurufen. Das nennt sich raspi-config. Das geben wir einfach ein. Script must run as root. Gut, das ist natürlich ein Fehler, der immer mal wieder passiert, mir auch. Sudo ist ganz wichtig, wenn wir als normaler Benutzer unter Unix oder unter Linux-Systemen angemeldet sind, dann brauchen wir eine Möglichkeit, um solche Tools als Administrator auszuführen. Das kennen wir vom Windows her auch, da ist es nur ein bisschen einfacher. Wir geben sudo leer und dann den Befehl ein, raspi-config. Raspberry Pi Software Konfiguration Tool, Raspi Config. 1 expand file system ensures tat all of the SD card storage is available to the OS. 2 kann ich. So, jetzt haben wir eine Liste mit allen möglichen Konfigurationsmöglichkeiten. Die gehen wir einfach mal kurz durch. 1 expand file system ensures tat all of the SD card storage is available to the OS. Expand File System, das ist im Prinzip, wenn man das Image auf die Karte schreibt, dann wird erstmal nur so viel Platz verwendet, wie das Image auch braucht. Das bedeutet, wenn wir jetzt irgendwelche Dateien runterladen, die werden dann erstmal nicht mehr gespeichert, weil das ist, die Partition hat keinen weiteren Platz. Dann gehen wir es einfach durch. Login as p. So, Expand Image. Kleiner als OK, größer als. Rotpartition has been reset. The file system will be enlarged upon the next reboot. So, beim nächsten Neustart des Raspberry Pi wird diese Änderung angewendet. Raspberry Pi Software. So, wir gehen weiter. 2 Kange User Password Kange Password for the default user Pi. Change User Password muss man natürlich machen, wenn man das Ding am Internet lässt. Machen wir jetzt erstmal nicht. 3 Boot Options Cose Wetter to Boot into a Desktop Environment or the Command Line. Die Boot Options, da kann man dann einstellen, ob das Ding ins direkt in einen Desktop bootet oder eben erstmal in die Kommandozeile. Ist hier natürlich, hat sich erübrigt, weil wir ohnehin nur eine Kommandozeile haben. 4 Wait for Network at Boot Cose Wetter to Wait for Network Connection during Boot. Wait for Network at Boot bedeutet, dass das Ding erstmal warten soll, ob überhaupt eine Netzwerkverbindung vorhanden ist, bevor überhaupt irgendwas passiert. Wir machen weiter. 5 Internationalisation Options Setup Langwage and Regional Settings to match your location. Internationalization Options, das ist das, was man im Prinzip auch unter Sprache erkennt. Da gehen wir jetzt rein. I1 Kange lokale Setup Langwage. Change Local. I2 Kange Teamzone Setup Teamzone to match your location. Das sind alles Sachen, die man auch über direkte Befehle ausführen kann, aber dieses Tool macht es einem halt ein bisschen leichter. I1 Kange lokale Setup Langwage and Regional Settings to match your location. Wir gehen in die Change Local. Login as p@192.1 Package Konfiguration. Configuring Locales. Lokales. Jetzt haben wir hier wieder eine Liste mit den ganzen Sprachen, die verfügbar sind. A Locales. Das Ganze kann man einfach mit den Cursor-Tasten durchgehen. All Locals. AD ISO 8859.1. Jetzt brauchen wir natürlich den Sprachcode. Ich gehe einfach mal hier mit den Cursor-Tasten runter. Müsste auch mit den Bild-Tasten funktionieren. LG. Jetzt bin ich schon zu weit. So, hier sind DE Unterstrich. Das ist das, was uns interessiert. Komma C, Komma da D, Komma da D, Komma da AT ISO. DE Unterstrich AT ist Österreich. Komma, brauchen wir nicht. Komma de BE ist.
deutschbelgien.de-be ist auch nicht unseres. deutschschweiz.de-de. Das ist das, was wir brauchen. Da gibt es jetzt einmal ISO 8859-1. Es gibt UTF-8. Und es gibt... .de@euro-iso8. Und es gibt... de-e@euro, das ist ISO 8859-15. Wir wählen zunächst UTF-8, da drückt man einfach die Leertaste. Wer jetzt eine Breitzelle hat, der sieht, oh, das wird auch angesagt. Gut, das ist ein Sternchen jetzt in diesen eckigen Klammern, die vor dieser Liste stehen. Wir wählen UTF-8 und wir wählen auch das Symbol mit dem Euro, also ISO 8859-15. Stern. So, jetzt drücken wir Tab, gehen einfach auf OK und dann wird diese ganze Chose übernommen. Login as p at. So, die Standardsprache wird jetzt abgefragt. mg.de@euro.de.utf8. Gut, wir lassen es auf de-utf8. Login as p. Generating locales, des mich tek avile, de.utf8er, dön, de.iso8859-15@euro, dön, mgb.utf8er, dön, Generation complete, Raspberry Pi Software Konfigurationstool. Und jetzt sind wir wieder da, wo wir vorher waren, im Raspberry Pi Konfigurationstool. 2 Kange User Pad, 3 Boot Option, 4 Wit for Network, 5 Internationalisation Options. Wir gehen nochmal in die Internationalisation hinein. I2 Kange Teamzone Setup Teamzone Change Time Zone, das müssen wir Login. Auch noch machen. Package Konfiguration Configuringsdata Please select a geographic area in which you live. Subsequent Config None of the above US Swiss, Pacific or Indian Europe Atlantic Europe. So, jetzt müssen wir wählen, wo wir wohnen. Wir wohnen in Europa, drücken Enter. Login as Andorra Amsterdam Astra Athen Belgrad Berlin. Wir wohnen in Berlin, stimmt zwar nicht ganz, aber es kommt unserer Zeitzone natürlich nahe. Individual Files in Schrägstrich. Und schon sind wir wieder im Konfigurationstool. Auch das hat er übernommen. 5. Machen wir Internationalisierung. 7 Atorast. 5 International. In die I2 Kange Teamzone. I3 Kange Keyboard Layout. I4 Kange Wi-Fi Country Set Legal Channels Used in Your. I3 Kange Keyboard Layout Set. Change Keyboard Layout. Das ist jetzt erstmal nicht relevant, weil wir keine Tastatur angeschlossen haben. Das kommt erst später. I4 Kange Wi-Fi Country Set Legal Channels Used in Your Country. Change Wi-Fi Country. Das ist für die WLAN-Kanäle. Wir machen es einfach mal. Wir Individual Files. At Andorra. AE United Arab Emirates. AFA AG IAN AAAARAG AAT AU AW AXALAND BABOSNIA BB BARB BN BRUN BOBO CC COK. Jetzt haben wir wieder eine Länderliste. DKDM UKUBA D DM DOMIN DO DOMIN DZ ECE D D DJ DIBUTI DE C DE Germany. DE Germany nehmen wir das. Individual Files in Schrägstrich US. So. Wir machen mal. Wi-Fi Country Setto.de. Wi-Fi Country Setto.de. Individual Files. Disklabeltype. Wenn wir die Fensterinhalte auslesen wollen, dann geht das nicht einfach nur mit den Cursor-Tasten, sondern mit dem Nummernblock. Bei NVDA ist das recht problemlos möglich. Da kann man einfach mit Nummernblock 7 und 9 sich die Zeilen angucken im Fenster. So, jetzt sind wir wieder im Hauptmenü. 2 Kange User Pass, 3 Boot Options, Kurse Wettertour Boot into A, 4 Wit for Network Ad Boot, Kurse Wettertour Wit, 5, 6 Enable Kamera Enable Dis, 5 Internationalisation Options Setup Langwage and Regional Settings to Match Your Location. So, da. 6 Enable Kamera Enable Dis. Enable Kamera, das ist erstmal nicht wichtig. 7 Add to Rastrack. Add to Rastrack, das ist irgendeine Spielerei von einem Entwickler, der so eine Art Landkarte, eine Weltkarte gemacht hat, wo überall Raspberry Pis zu sehen sind. Brauchen wir also auch nicht. 8 Overclock Configura Overclocking for UOP. Overclocking, das ist noch eine interessante Geschichte, mit der man allerdings ein bisschen vorsichtig umgehen muss. Das kennt man vom Computer her. Da kann man im BIOS dann einstellen, dass der Prozessor ein bisschen mehr ausspuckt, als er eigentlich
kann, beziehungsweise für wofür er empfohlen wurde. Das kann man beim Raspberry Pi auch machen. Wir machen es mal. Individual Files in Schrägstrich. So, jetzt haben wir eine OK-Meldung. Wir gehen einfach. Ich habe hier eine Breitzeile. Manches unterbreche ich von der Sprachausgabe her. Grundsätzlich Linux-Systeme ohne Sprachausgabe zu bedienen, ist ein bisschen schwierig. Deswegen ohne Breitzeile zu bedienen, ist ein bisschen schwierig. Deswegen mache ich das lieber mit einer Breitzeile und unterbreche die Sprachausgabe. Leer. This Pi cannot be overclocked. This Pi cannot be overclocked, sagt er mir. Gut, das zu wissen. Terabas an Error Running Option 8 Overclock. Okay, naja, gut. Raspberry Pi. Overclocking geht bei diesem Pi nicht, warum auch immer. Wahrscheinlich ist das bei dem Raspberry Pi 3 absolut nicht mehr vorgesehen. Bei den älteren ging das. 8 Overclock. 9 Advanced Options Configure Advanced Settings. Advanced Settings gehen wir auch mal durch. A1 Overscan Your Monitor Configure Overscan if Black Bars are present on Display. Das ist für Bildschirmnutzer gedacht. A2 Hostname Sette Visible Name for Display on A Network. Hostname, den kann man natürlich einschalten. Da kann man das Ding umbenennen, wenn einem Raspberry Pi nicht gefällt. A3 Memory Split Kangete Amount of Memory Made Available Tote GPU. Das ist die Speicherteilungsfunktion zwischen Hauptspeicher, also RAM und Grafikkartenspeicher. Da hat auch ein Grafikprozessor drin. Das kann man hier ein bisschen aufteilen. A4 SSH enable / disable remote command line access to your Pi using SSH. SSH-Zugang sollte man möglichst nicht ausschalten, wenn man das Ding nicht direkt an einer Tastatur steuern möchte. Aber soweit sind wir ja noch nicht. Wenn wir das jetzt sperren würden, dann kämen wir auf diesen Pi nur noch per Tastatur drauf und hätten ein Problem, weil da erstmal noch keine Sprachausgabe läuft. A5 Spielenable / Disable Automatic Loading auf Spielkernelmodule, needed for E.G. Buffets. Das ist eine Möglichkeit für bestimmte Interfaces, die man noch über diesen GPIO-Port anschließen kann. S. A. Moment, jetzt habe ich mich verlaufen. Da. A6i2c. A5 Spiel. A6i2c enable / Disable Automatic Loading auf E2c Kernelmodule. I2C Kernel Module, ich weiß nicht, was das ist. Das benötigt man auch für einige Sachen, die man mit dem Pi machen kann. A7 Serial Enable / Disable Shell and Kernel Messages und Serial Connection. Das ist interessant, wenn man noch ein serielles Interface nutzen möchte. Da kann man nämlich komplett ohne Netzwerkzugriff auf diesen Raspberry Pi zugreifen. Und das geht dann über eine serielle Schnittstelle. Braucht man natürlich auch ein spezielles Kabel dafür. Die meisten Desktop-Rechner haben heutzutage leider auch gar keine serielle Schnittstelle mehr. A8 Audio Force Audio Out Trugel HDMI auch 3.5 mm Jack. Da kann man einstellen, wo das Audiosignal gezwungenermaßen ausgegeben werden soll, entweder über das 3,5 Klinke Modul oder eben über den HDMI-Anschluss. A91 wäre enable / disable wann wäre Interface. One-Wire Interface, weiß ich nicht, was es ist. Das kann man hier jedenfalls einschalten. AGPIO Server enable / disable Remote Access to GPIO Pins. Remote Access to GPIO Pins kann man. AbGL Driver enable / disable Experimental Desktop GL Driver. AbGL Driver enable A0 Update Update Distool Tote Latest Version. A0 Update Update Distool Tote Latest Version. Ja, das machen wir noch nicht. A0 Update Update Distool. Und da sind wir durch. Wir gehen zurück. B. Raspberry Pi Software Konfiguration Tool. 5, 6, 1, 7, 8 Overclock, 9, 0 About Rasp, 0 About Rasp, die Config Information About this Konfiguration Tool. So, jetzt sind wir hier durch. Und wählen einfach mal. F. Ja, wir drücken Tab. Jetzt haben wir zwei Sachen. Einmal links steht Select und rechts steht Finish. Wir gehen mit Cursor rechts nach Finish. Hier wird nur der Anfangsbuchstabe vorgelesen. Also auch hier ist es wieder vom Vorteil, wenn man eine Breitzeile hat. Hier auf der Breitzeile sehe ich das Wort komplett. Would you like to reboot now? Kleiner als yes, größer als kleiner als nur größer als. So, da steht schon auf yes. Wir wollen neu starten. Individual files in /osize minimum/optimal. So, jetzt habe ich eine Meldung vom Putty gekriegt, dass die Verbindung getrennt wurde. Okay. Geputty, inaktive, Eingabeaufforderung. P.
Rasperüpi, Dollarzeichen. Jetzt sehe ich noch die letzte Kommandoaufforderung und sehe, ob es neu gestartet. Leer, the system is going down for reboot now. The system is going down for reboot now. Sollte eigentlich nicht allzu lange dauern, aber wenn es geklappt hat und er wieder hochfährt, dann müssten wir in der Lage sein, das Ding zu steuern und auch zu updaten. Und das ist dann auch die letzte Aktion, die in dieser Folge passiert. In der nächsten Folge geht es dann weiter mit der Einrichtung eines Desktop-Systems. So, wir schauen mal, ob der wieder da ist. Restart Session machen wir mal. 1921. Und schon ist er wieder da. Login S. Ich gebe Pi ein. Pi at 1.9. Raspberry. The programs included. So. Permitted by leer. Debian GNU/Linux Commons with absolute Linux Warranty. Tote extend. So. Ich mach mal das Terminal sauber. Das macht man mit dem Befehl clear. So, jetzt geht's daran, das Ding zu aktualisieren, denn seit Mai ist eine ganze Zeit vergangen und wir wollen die neuesten Updates natürlich haben. Das macht man mit dem Befehl apt-update. Zunächst machen wir apt-update, hier wieder mit sudo voran, sudo leer apt leer update. 0% wird verarbeitet. Polen 1http://archive.raspberry.org Jesse in Release 3. So, jetzt macht er natürlich die ganzen Paketlisten. 100% 7 Packages xz0. So, ich muss hier mal der STRG-Taste ein bisschen unterbrechen, sonst quasselt er 28, 42, 7, mir die 8, Ohren voll. 97. Es dauert einen kleinen Augenblick, bis er das eingelesen hat. Das ist aber normal. Fertig. Abhängig. Das ist eben kein Desktop-Rechner. Das ist ein Platinenrechner mit niedlichen, ja, was wird er haben? 1,3 GHz pro Kern. Aber immerhin. Aktualisierung für 67 Pakete verfügbar. Führen Sie Apt-List Upgradable aus, um sie anzuzeigen. Das können wir machen, machen wir aber nicht. Statusinformationen werden eingelesen, 4 Punkt fertig. So, jetzt sehen wir oben natürlich die ganzen Meldungen, die er beim Einlesen gemacht hat. Wir geben wieder sudo leer apt leer upgrade diesmal, also nicht update, sondern upgrade upgrade. Sagen Enter. Paketlisten werden gelesen. Fertig. Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. 4.0%. 50%. Statusinformationen werden eingelesen. 4. Fertig. Paketaktualisierung, Upgrade, wird berechnet. Fertig. Die folgenden Pakete werden aktualisiert. Upgrade. Korrektensitub dpkg/e2/sleeps/e2/prox. Und so weiter und so fort. Das können wir uns jetzt natürlich alles angucken, wenn wir wollen. Es müssen 115 MB an Archiven heruntergeladen werden. Nach dieser Operation werden 527 KB Plattenplatz zusätzlich benutzt. 67 aktualisiert, 09 installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert. Raspberry Pi Bootloader, Raspberry Pi Kernel, Raspberry Pi Sysmuts, Samba Common SSH System, System Sysfts Data UDFG. Ja, das betrifft also auch noch die entsprechenden Bootloader und Kernel-Module. Wir drücken J, um das Ganze zu starten. Und das wird jetzt eine ganze Weile dauern. 0% wird verarbeitet. Polen 1http://22. Ladies and gentlemen, we are experiencing technical difficulties. Please stand by. Und gerade habe ich noch davon geredet, dass die SDHC-Karten manchmal nicht ganz kompatibel sind und schon passiert's. Jetzt hat er nämlich den Installationsvorgang der Updates ja quasi beenden müssen. Denn wir haben eine ganze Bildschirmseite mit Fehlermeldungen bekommen. Mal bis ganz nach oben. Oben. Leer. Sicherungsversion von /usr/include/gconfig.h kann nicht wiederhergestellt werden. Das Dateisystem ist nur lesbar. DPKG. Fehler beim Aufräumen. Sicherungsversion von /usr/lib/armlinux/gnuabif/scrt1.o kann nicht wiederhergestellt werden, das Dateisystem ist nur lesbar. DPKG. Fehler beim Aufräumen. Da ist ein Problem mit der SD-Karte.
das ich so erstmal nicht beheben kann, außer eine neue SD-Karte zu nutzen. Und das funktioniert erstmal nicht. Ich habe zwar noch eine SD-Karte hier liegen, aber die hatte Kompatibilitätsprobleme mit einem anderen Raspberry Pi schon. Ich werde es trotzdem mal versuchen. Und wenn das geklappt hat, dann geht's an anderer Stelle weiter. Ich versuche das mal noch ein bisschen aufzuräumen. Bash-PI-USR-Bin-Clear. Input-Output-Error. Input-Output-Error. Ja, jetzt ist natürlich die Hölle los. Bash-DF-Kommando nicht gefunden. Ah, sudo df-h. Bash-USR-Bin-sudo. Nur Suchfile or Directory. Jetzt ist der ganze... das ganze Ding im Eimer, fürchte ich. Wir versuchen es nochmal neu zu starten mit sudo reboot. Bash-USR-Bin-sudo. Nur Suchfile or Directory. Jetzt ist das ganze Ding im Eimer. Ja, das passiert. Das kann passieren. Sollte nicht passieren, aber es ist passiert. Das ist eben die Achillesferse des Raspberry Pi, die lieben SDHC-Karten. Was früher die Disketten waren, das sind heute die SDHC-Karten. Die gehen einfach auch mal kaputt oder sind eben nicht für solche Zwecke entworfen worden. Manche sind kompatibel, manche eher weniger. Gut, das bedeutet, ich sollte mir einen neuen Satz SDHC-Karten bestellen. Denn die hier kann ich definitiv für den Raspberry Pi nicht verwenden. An anderer Stelle geht es dann also weiter mit der Installation eines Desktop-Systems. Und das wird dann hoffentlich etwas reibungsloser klappen, sobald ich meinen Raspberry Pi mit der anderen SDHC-Karte neu aufgesetzt habe. Dass also die Installation eines Raspberry Pi theoretisch, wie sie bis dahin auch funktioniert hat, nur bei der Einrichtung hat es dann eben mal Probleme gegeben. Aber das ist nicht prinzipiell die Schuld des Raspberry Pi, das ist die Schuld der SDHC-Karte. Hoffen wir, dass die nächste Karte besser funktioniert. Der Cap4Free Tech Talk ist ein kostenloses und nicht kommerzielles Podcast-Angebot der Plattform Cap4Free. Für weitere Informationen besuche uns im Internet unter http://cap4free.kubus.de. Neben weiteren Podcasts findest du dort auch unsere zahlreichen Facebook- und WhatsApp-Gruppen.